Christus spricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind heute hier in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem einstigen Gelände des Konzentrationslagers Dachau zu zweit. Mein Name ist Björn Mensing, ich bin der Pfarrer der Versöhnungskirche und hinter der Kamera Diakon Frank Schleicher. Wir möchten am Ort der Verbrechen an die Opfer und heute insbesondere auch an den 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz erinnern. Wegen der Corona-Pandemie ist die Gedenkstätte derzeit geschlossen. Öffentliche Gedenkveranstaltungen müssen leider entfallen. Unser besonderer Gruß gilt Ihnen, den KZ-Überlebenden, den alliierten Befreiern und ihren Familien. Wir wissen, dass einige von Ihnen sich diese Aufzeichnung ansehen. Das ist für uns eine besondere Ehre und Freude und alles andere als selbstverständlich. Gerade angesichts der Verstrickung der deutschen Kirchen in den Nationalsozialismus. Ich wende mich auch mit meiner eigenen Familiengeschichte an Sie mit Worten aus der Stuttgarter Schulderklärung vom Herbst 1945. Mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Im Mittelpunkt unserer Andacht steht die Erinnerung an zwei Menschen, die hier in Dachau und in Auschwitz gelitten haben. Julius Cohn wird 1886 im oberbayerischen Rosenheim geboren. Er besucht die Städtische Handelsschule in München und arbeitet später als Büroangestellter und Buchhalter. 1915 bis 1917 ist er Soldat im Ersten Weltkrieg. Im März 1927 zieht er endgültig nach Dachau. Er wohnt als Mieter im Hause der Familie Neumeier. Seit 2005 erinnern sogenannte Stolpersteine vor dem Haus Hermann-Stockmann-Straße 10 an ihn sowie an seine Vermieter Vera und Hans Neumeier. Der ledige Julius Cohn wird ein enger Freund der Familie. Die Kinder Ruth und Raimund nennen ihn liebevoll Onki. Das steht für Onkel. In seiner Freizeit beschäftigt sich Julius Cohn viel mit den beiden Kindern. Er verfasst sogar auch Märchen und Geschichten für die Kinder. Und er ist aktiv mit dabei bei der Einstudierung von fantasievollen Aufführungen unter der Regie der Mutter der Kinder von Vera Neumeier. Dabei macht die Familie mit, Julius Cohn, aber auch Kinder aus der Nachbarschaft. Und
bei einer dieser Aufführungen nun, 1937, dringen in das Haus Neumeier zwei SS-Männer ein und brechen brutal die Aufführung ab. Die beteiligten Kinder beginnen zu weinen. Julius Kohn bemüht sich, sie zu trösten. Er wird angefahren von den SS-Männern. Er als Jude hätte die Finger von den arischen Kindern zu lassen. Und er wurde in der Folge verhaftet. Ein Jahr später dann, im Rahmen der Novemberpogrome, vertreiben die Dachauer Nationalsozialisten ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Stadt. Julius Kohn wird vom 11. November bis zum 6. Dezember 1938 ins KZ Dachau verschleppt. Danach lebt er in München in unterschiedlichen Unterkünften der israelitischen Kultusgemeinde, sucht aber auch Trost im Kontakt zur Familie Neumeier, aber auch im Besuch von katholischen Gottesdiensten in der Frauenkirche. Im Juni 1942 muss er in die sogenannte Heimanlage für Juden im Münchner Stadtteil Berg am Laim ziehen, ein Massenquartier zur Ghettoisierung der Verfolgten. Am 13. März 1943 deportiert die Gestapo in Viehwaggons die letzten Bewohner nach Auschwitz. Im selben Zug werden auch die Münchner Sinti und Roma verschleppt. Es muss davon ausgegangen werden, dass Julius Kohn unmittelbar nach der Ankunft in Auschwitz-Birkenau im Alter von 57 Jahren in einer der Gaskammern ermordet wurde. Ich entzünde eine Kerze für Julius Kohn und die Familie Neumeier. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Miriam Rosenthal wird 1922 im slowakischen Komárno als Miriam Schwarz geboren. Sie hat 13 ältere Geschwister. Als 1938 das mit Hitler-Deutschland verbündete Ungarn den südlichen Teil der Slowakei annektiert, verschlechtert sich die Lage der jüdischen Familie. 1944 heiratet Miriam ihren Verlobten Bela Rosenthal. Fast zur gleichen Zeit marschiert die deutsche Wehrmacht in Ungarn ein. In der Folge beginnt die Deportation der ungarischen Juden. Nur zwei Monate nach der Hochzeit wird das junge Paar getrennt und Miriam nach Auschwitz verschleppt. Nach Monaten in Auschwitz und im KZ Laschow bei Krakau kommt die junge Frau am 8. September 1944 in das Dachauer Außenlager Augsburg. Als sie dort ihre Schwangerschaft nicht mehr vor dem Wachpersonal verbergen kann, für jüdische Frauen in den Konzentrationslagern eigentlich das sichere Todesurteil, kommt Miriam ins Außenlager Kaufering 1. Am 28. Februar 1945 bringt sie dort in einer Baracke unter erbärmlichen hygienischen Bedingungen ihren Sohn Leslie zur Welt. In den Wochen zuvor hatten dort schon sechs andere jüdische Frauen aus Ungarn ihre Kinder zur Welt gebracht. Wie durch ein Wunder
Mörder überleben die sieben Mütter mit ihren Babys, unterstützt durch Mithäftlinge. Am 26. April werden sie ins Stammlager Dachau verlegt und nur wenige Meter von hier entfernt am 29. April 1945 von amerikanischen Streitkräften befreit. Als Miriam zurück in ihre Heimat geht, erfährt sie, dass fast ihre gesamte Familie von den Nazis ermordet wurde. Ihr Mann Bela hat überlebt. Die junge Familie wandert 1947 nach Kanada aus, wo Miriam später in Toronto eine jüdische Buchhandlung betreibt. Bis ins hohe Alter engagiert sie sich sozial in der jüdischen Gemeinde und als Zeitzeugin. Sie bete immer zu, sagt Miriam Rosenthal einmal, dass die junge Generation die Welt verändere. Glaube, Liebe, Hoffnung. Sie hielt in Miriam auch in größter Not in Auschwitz und Dachau. Miriam stirbt am 10. Februar 2018 im Alter von 95 Jahren und hinterlässt drei Kinder, sieben Enkel und 17 Urenkel. Leslie Rosenthal feiert in wenigen Wochen in Toronto seinen 76. Geburtstag. Ich entzünde eine Kerze für Miriam Rosenthal und ihre Familie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir klagen dir das Leid von all den in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Verfolgten und ihren Familien. Von den Kommunisten, den Sozialdemokraten und den anderen Frauen und Männern im Widerstand. Von den Sinti und Roma, den Zeugen Jehovas, den Homosexuellen, den als sogenannte erbkranke, asoziale und Berufsverbrecher ausgegrenzten, den Kriegsdienstverweigerern, den Zwangsarbeiterinnen, den polnischen Priestern und sowjetischen Kriegsgefangenen. Herr, wir klagen dir auch das Leid all der Menschen, die seit 1945 Opfer von antisemitischer, rassistischer, nationalistischer und religiös-fundamentalistischer Gewalt geworden sind und heute noch darunter leiden. Ich entzünde eine Kerze für all diese Männer, Frauen und Kinder. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wie war das nur möglich, dass Menschen, die jahrelang mit ihren Nachbarn friedlich zusammenlebten, plötzlich alle Verbindungen abbrachen, weil sie zu Staatsfeinden erklärt wurden, weil sie jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft waren. Mit einem Mal sahen sie weg, wenn sie ihnen begegneten und ließen ihre Kinder nicht mehr dort spielen. Herr, wie war das nur möglich, dass Menschen, die das Recht kannten und dafür eintraten, nichts einzuwenden hatten, als das Recht zu leben, für die Verfolgten immer mehr eingeschränkt und ihnen schließlich ganz entzogen wurde? Dass Menschen, die das Eigentum anderer noch nicht angetastet hatten,
zu Dieben und Plünderern wurden. Herr, wie war das nur möglich, dass in den meisten Kirchen Fürbitte und Hilfe für die Verfolgten unterblieb? Herr, vergib all diese große Schuld und den Unglauben um Jesu Christi willen und bewahre uns davor, dass wir aufs Neue aus Trägheit, Teilnahmslosigkeit und Feigheit schuldig werden. Verhüte du, dass die Angst um unser eigenes Wohlergehen uns erneut schweigen lässt. Herr, lass uns ein Leben führen aus deiner vergebenden Liebe und lass uns allen Menschen durch unsere Hilfe deine Liebe täglich neu bezeugen. Amen. In den folgenden Tagen wird die 2004 an der Versöhnungskirche entstandene Initiative Nie wieder Erinnerungstag im deutschen Fußball Aktionen in den Fußballstadien der Bundesliga und Online-Veranstaltungen anbieten. Wir erinnern dabei in diesem Jahr besonders an Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität in der Zeit des Nationalsozialismus gebrandmarkt und brutal verfolgt wurden, auch hier in Dachau. Bis 1994 wurden auf der Grundlage des Paragraphen 175 etwa 64.000 Männer verurteilt. Erst dann wurde dieser Paragraph abgeschafft. Es gehört zu den unumstößlichen Menschenrechten, die eigene sexuelle und geschlechtliche Identität frei leben zu können. Dennoch stößt diese Selbstverständlichkeit auch in den Fußballteams, den Stadien und den Kurven auf Widerstände. Mit vielen Kooperationspartnern setzt der Erinnerungstag im deutschen Fußball ein Zeichen für mehr Respekt. Hinweise auf die vielfältigen Angebote finden Sie unter www.niewieder.info. Und nun geht ermutigt zum Einsatz für die universelle Achtung der Menschenrechte, für die verfolgten und notleidenden Frauen, Kinder und Männer, für den Frieden mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.